gerade schön. Ist nicht gerade schön. Nein, nein. Ja, vielleicht hat der Architekt einen im Tee gehabt. Kann sein, dass er ein paar Flaschen Bier getrunken hat. Diese Leuchten verneigen sich zur Platzmitte. Insofern ist das schon eine gewisse Alleinstellung, die dieser Platz hat. Man weiß nie, vielleicht bei der Windstärke 10 ein ordentlicher Windstoß. Nochmal nach. Und dann genau nochmal davor. Richtig hier in dieser Boden. Ja, ist viel Geld dafür. Ne? Aber das gerade hinstellen wäre wahrscheinlich billiger geworden. So muss er die genaue Gradzeit einhalten, er muss ja nach dem Architekt handeln oder arbeiten. Ja, vielleicht hat der Architekt einen im Tee gehabt. Ja. Also jetzt fällt es mir auf, ja, ist nicht gerade schön. Ist nicht gerade schön, nein, nein. Schade. Ist einfach schade, ne? Aber ja nun, vielleicht hat er sich auch was dabei gedacht. Man weiß es nicht. Nein, das passt gar nicht hierher, finde ich. Überhaupt nicht, nein. Also ich habe auch gedacht, dass es noch nicht richtig aufgestellt war. Ich wusste jetzt nicht, dass es absichtlich so möglicherweise Kunst darstellt. Ich bin auch erstmal davon ausgegangen, dass es noch nicht ganz fertiggestellt ist. Ja, sieht immer so aus, als wäre was schiefgelaufen. Das wäre sehr gerade, ne? Ja. Wenn man sich das jetzt so ansieht, dann ist das gerade nicht so schön. Ne? Nicht so schön. Nein, nein. Finde ich auch nicht so. Ne? Ich meine, da können ja auch so andere hingestellt werden. Ne? Die besser sind, aber dies hier, das gefällt mir auch nicht.
Ne? Die Laternen, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Könnte sein, dass sie ein paar Flaschen Bier getrunken hat. Schon möglich, ne? Aber man weiß nie, vielleicht bei der Windstärke 10 ein ordentlicher Windstoß und dann ist das Ding hier ein bisschen gekrümmt, ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall bescheuert. Warum? Sollen sie doch einfach normale Lampen bauen, ne? Wie man es gewohnt ist, aber... Wir haben jetzt eine umfangreiche Umgestaltung hier vorgenommen, 13 Millionen investiert und haben dabei nicht nur den Untergrund verändert, sondern eben auch die Beleuchtung. Und da ist ein Architektenwettbewerb hat da stattgefunden. Und als Sieger ist diese Konzeption mit den schrägen Leuchten hervorgegangen. Diese Leuchten verneigen sich zur Platzmitte. Insofern ist das schon eine gewisse Alleinstellung, die dieser Platz hat. Es sollte etwas schief gehen. Das ist so und die Laternen hinterlassen ihre Wirkung. Man sieht es auch, die Öffentlichkeit interessiert sich dafür, aber es passt sich natürlich ins Gesamtbild ein. Der Platz muss in sich stimmig sein und dieses Konzept hat bei diesem Wettbewerb überzeugt und deswegen wurde es auch umgesetzt. Die sind im Boden fest verankert. Man kann auch, wenn man mal Hand anlegt und mal die Laterne versucht zu bewegen, wird man sehen, wie fest sie steht. Also da ist alles sicher, da kann ich Entwarnung geben. Die Laternen stehen dann alle gleichmäßig schief. Und selbst wenn dann einer irgendeinen im Tee gehabt haben, dann muss er das gleichmäßig durchgezogen haben. Ich hätte ich mir eine Brille geputzt.